Die Politik ist so unfähig, die bekommen es nicht mal hin, vor der Wahl noch etwas platzen zu lassen. Und jetzt geraten sie immer weiter in Kritik. Beschwerden beim Gericht, die Bezahlkarte für Flüchtlinge verzögert sich weiter. Und wir haben wieder Wahlkampfhelfer, die nicht aktuell sind, sondern die jetzt erst mit Bildern gesucht werden, obwohl das Verbrechen, was sie begangen haben, bereits mehrere Monate in der Vergangenheit liegt. Lass mir jetzt ein kostenloses Abo da, aktiviere die Glocke, damit du zukünftig keine Videos mehr verpasst und du mich damit aktiv unterstützt und die Aufklärung in diesem Land weiter nach vorne treibst. Gerne die Videos teilen, damit wir mehr Menschen erreichen und die Aufklärung nach vorne treiben. Wir fangen als allererstes mal an mit der Bezahlkarte für Flüchtlinge. Ihr wisst, die Ereignisse überschlagen sich aktuell auf Bundesebene. Merz macht Wahlkampfgelaber. Selbst Christian Lindner erzählt was von, ja, man müsste ja was dagegen tun, dass das alles nicht so funktioniert. Also der Wahlkampfmodus bei allen Politikern ist angeworfen und es soll ja bundesweit eine Bezahlkarte für Flüchtlinge kommen. Ja, aber wir wären ja nicht in Deutschland, wird nicht ein Anbieter, der in diesem Zahlverfahren geboten hat, im Vergabeverfahren vor Gericht ziehen. Und das bremst natürlich jetzt wiederum alles aus. Und wir wundern uns, warum die Gerichte in Deutschland komplett überlastet sind. Ihr müsst euch das mal so vorstellen. Jemand kommt nach Deutschland, der kein Recht hat, hier zu sein. Der kann aber trotzdem vor Gericht ziehen und damit verzögert sich alles. Wir haben in Deutschland so große Probleme und alles wird vor Gericht geklärt und die Gerichte kommen gar nicht hinterher. Und die Ampel bzw. die Politik im Allgemeinen dachte sich, boah, wäre richtig gut, wenn wir vor den Wahlen im Osten die Bezahlkarte für Flüchtlinge bundesweit einführen. Damit zeigen wir natürlich allen Menschen, dass wir es wirklich ernst meinen. Tja, aber selbst das bekommen sie nicht hin, weil der Anbieter vor Gericht gezogen ist. Also Sachen bundesweit müssen ja immer ausgeschrieben werden. Heißt, jede Firma hat das Recht, sich darauf zu bewerben. Komischerweise bekommen die Zuschläge dann doch Firmen, die meistens, sagen wir mal, vetternwirtschaftstechnisch beispielsweise mit Annalena Baerbock verwandt sind oder mit anderen Ministern. Aber offiziell wird natürlich alles ausgeschrieben. Halt, stopp! Das bleibt alles so, wie es hier ist. Und es wird hier nichts dran rütteln. Man sollte eigentlich jetzt Ende August verkünden, wer das Ganze übernimmt und dann in die Wege leiten. Aber diese Verkündung verzögert sich natürlich jetzt. Ja, natürlich. Und währenddessen geht es lustig, fröhlich weiter in Deutschland. Der Fall aus Saarbrücken, der bereits mehrere Monate alt ist, zeigt, oh, komisch. Das war ja schon vor ein paar Monaten so. Und es ist einfach nur lächerlich, dass die Polizei jetzt die Täter sucht. Nach 4 Monaten. Also was erhoffen die sich davon? Und Trommelwirbel bitte, es sind die üblichen Verdächtigen, nämlich Hans-Martin und Johannes, wie auf den Bildern gut zu erkennen. Ja, die Realität ist schon böse, wenn man sie sich anguckt und hat meistens wenig mit dem zu tun, was uns medial erzählt wird. Diese beiden Täter wollten im Schutze der Dunkelheit Bargeld von einem Mann. Der hat sich einfach geweigert und einer der beiden Unbekannten zog dann ein Messer und bei diesem Überfall stach dann einer der beiden Täter dem 37-jährigen Opfer von hinten mit einem spitzen Gegenstand in den Rücken. Ja, was könnte das wohl gewesen sein? Möglicherweise das, was vorher gezogen wurde? Komischerweise wurde dann das Opfer bei der Attacke verletzt und musste medizinisch behandelt werden. Die Verletzungen waren jedoch nicht extrem schwer und natürlich flüchteten beide Angreifer ohne Beute. Statt die Sache direkt öffentlich zu machen, damit man diese beiden Leute findet. Nein, jetzt, 4 Monate später, wird nach diesen Menschen gesucht. Es ist traurig und ich verstehe einfach nicht, warum Deutschland politisch so unwillig ist, die Wahrheit auszusprechen. Vermutlich wollen sie der AfD keine Stimmen zutreiben und so versucht man die Sache ein bisschen zu vertuschen, aber ich sag mal so, der Teppich, unter den die Sachen gekehrt werden, ja, der hat mittlerweile so ein bisschen hügelige Form, weil nichts mehr unter den Teppich drunter passt und den meisten Bürgern fällt mittlerweile auf, hier ist irgendwas nicht ganz korrekt. Und es ist gut, dass den Leuten das auffällt, aber ich kann es nicht anders sagen. Also es haben scheinbar immer noch zu viele Wähler Wahldemenz, weil wer jetzt denkt, die CDU würde sicher was ändern, tja,
Der glaubt wahrscheinlich auch an den Weihnachtsmann. Wir haben doch immer das gleiche Spiel auf der Bundesebene. Wir haben entweder SPD oder CDU, meistens im Wechsel oder halt mal ein paar Jahre mehr CDU. Und dann verspricht die andere Partei, dass es alles besser wird und es läuft dann genauso weiter. Das sehen wir jetzt bereits sehr, sehr viele Jahre, um nicht zu sagen Jahrzehnte. Und die Bürger, die wollen es scheinbar nicht lernen. Ich finde es einfach nur traurig und denke mir, wo sind wir bitte gelandet? Die heutige Bienenfrage beschäftigt sich mit dem Thema, was passiert, wenn eine Biene in meinen Mund fliegt? Sollte man dann die Biene verschlucken oder sollte man sie versuchen, irgendwie im Mund zu erwischen mit einem Biss? Als allererstes kann ich euch sagen, lasst die Biene einfach nicht in euren Mund fliegen. Sollte aber mal eine Biene in eurem Mund reinfliegen, dann ist natürlich die Frage, wie reagiert ihr? Das ist eine Reaktion, die von jetzt auf gleich passiert und eher so nicht viel nachdenken, sondern es ist eine Reaktion, die sehr abrupt passiert. Also, wenn man jetzt darüber nachdenkt, wäre das Sinnvollste, was ihr in dieser Situation nicht machen könnt, weil es einfach zu schnell geht, dass ihr den Mund aufmacht und ganz wichtig den Kopf in den Nacken legt, damit oben der Mund geöffnet ist. Weil Bienen laufen standardmäßig nach oben. Heißt, wenn ihr den Mund aufmacht, die Biene fliegt da rein und ihr nach oben hin den Mund öffnet, dann sollte die Biene aus dem Mund herauskrabbeln. Die Biene kann natürlich im Mundraum auch stechen, wenn sie Panik hat und das möchte man natürlich nicht haben. Deshalb ist es auch nicht sinnvoll, die Biene zu verschlucken oder irgendwie versuchen, sie zu beißen. Das wird beides sicherlich nach hinten losgehen. Das Wichtigste dabei ist aber, dass ihr Ruhe bewahrt. Und generell ist in Panik verfallen meistens kein guter Ratgeber, wenn es um Bienen geht. Solltet ihr Bienenfragen haben, schreibt mir jetzt einen Kommentar, lasst mir ein kostenloses Abo da und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos und da beantworte ich deine Bienenfrage. Danke an alle Menschen, die mich auf diesem Kanal unterstützen und ich werde in den nächsten Tagen, vielleicht auch heute, ein Statement-Video einmal rausgeben, weil ich muss einmal Real Talk mit euch führen, wie es mit diesem Kanal hier weitergeht und da bin ich natürlich sehr auf euer Feedback angewiesen und freue mich, wenn wir da gemeinsam drüber sprechen. Bis dahin, euer Marvin, ciao.